Die Aufgaben sind aber schwer. Ja, total kompliziert. Konzentriert euch bitte. Endlich Pause. Nach der Pause machen wir mit diesem Thema weiter. Denkt nicht, dass wir damit schon durch sind. Lass uns schnell raus aufs Klettergerüst, bevor es besetzt ist. Was ist denn das? Wo kommt der denn her? Ist das ein Brief? Ja, aber von wem? Oh, Anna, das ist ja ein Liebesbrief. Psst, nicht so laut. Setzt euch bitte, die Pause ist vorbei. Bitte um Ruhe, wir machen jetzt weiter. Von wem ist er denn? Das weiß ich doch nicht. Anna, Mila, was gibt es da zu tuscheln? Nichts, Herr Stingemann. Seid jetzt bitte leise. Macht jetzt bitte die Aufgaben zu Ende, damit wir sie besprechen können. Willst du nicht schnell nachschauen, von wem der ist? Nein, das mache ich nachher. Aber warum? Das ist doch so spannend. Anna, Mila, Ruhe jetzt. Stört ihr nochmal den Unterricht, müsst ihr heute nachsitzen. Habt ihr gehört? Entschuldigung, Herr Stingemann. Jetzt sei bitte ruhig, Mila. Ich habe keine Lust auf Nachsitzen. Herr Stingemann, ich verstehe diese Aufgabe nicht. Was verstehst du denn nicht? Bist du denn gar nicht neugierig, von wem der Brief ist? Also ich platze vor Spannung. Doch schon, aber ich kann ihn jetzt nicht einfach lesen. Versuch's doch. Und wenn Herr Stingemann das mitbekommt? Ach, das macht er schon nicht. Ich weiß nicht. Anna und Mila, jetzt ist Schluss. Ihr müsst heute beide nachsitzen. Oh Mann, Mila, alles nur wegen dir. Sorry, das wollte ich nicht. So, ihr zwei, ihr schreibt jetzt einen Aufsatz darüber, was ihr heute falsch gemacht habt. Ja, Herr Stingemann. Ich bin fertig, Herr Stingemann. Und Anna, hast du was daraus gelernt? Ja, ich werde nicht mehr in den Unterricht stören. Ich bin auch fertig. Ich hoffe, das war euch eine Lehre. Nicht, dass das nochmal vorkommt. Ja. Willst du den Brief jetzt lesen? Nein, ich muss jetzt nach Hause. Meine Mutter wartet bestimmt schon. Okay, meine auch. Aber ich komme nachher zu dir, okay? Okay. Wo bleibt denn Anna so lange? Da bist du ja. Wo warst du denn so lange? Ich habe mir Sorgen gemacht. Och, ich musste in der Schule noch was erledigen. Was denn? Ach, nichts Besonderes. Und dafür lässt du mich so lange warten? Komm rein, das Essen wird bereits kalt. Das ist bestimmt Mila. Und was ist mit den Hausaufgaben? Die machen wir zusammen. Na gut, aber nicht so viel quatschen. Machen wir nicht. Hallo Mila. Hallo Anna. Wir gehen hoch. Hast du den Brief schon aufgemacht? Nein, ich hatte noch keine Zeit. Ich musste zuerst Mittag essen. Meine Mutter hatte schon auf mich gewartet. Ja, meine auch schon. Komm, mach ihn auf. Hallo Anna, du bist ein total nettes Mädchen. Ich mag dich voll gern. Oh Mann, das ist ja wirklich ein Liebesbrief. Steht da noch mehr drin? Nee. Auch nicht, von wem der ist? Nee, das auch nicht. Der ist bestimmt von Gregor. Das müssen wir herausfinden. Wer ist da? Ich bin's, Greta. Darf ich reinkommen? Nein, das geht jetzt nicht, Greta. Wir müssen was ganz dringend besprechen. Komm später wieder. Okay. Wie willst du das herausfinden? Wir müssen in der Schule gucken, wer sich seltsam verhält und sich vielleicht verrät. Okay. Das kann nur jemand aus unserer Klasse gewesen sein. Hehe, da kommt sie ja. Was willst du, Kim? Anna ist verliebt und hat einen Verehrer. Anna ist verliebt. Was redest du da für ein Quatsch? Guck mal, du hast eine Blume auf deinem Tisch. Was? Wo kommt die denn her? Na komm, erzähl es uns. Wer ist es? Lass sie in Ruhe, Kim. Guten Morgen, Schüler. Also, Kim hat den Brief bestimmt nicht geschrieben. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber Gregor könnte es gewesen sein. Ja, schon möglich. Hey, Anna, magst du eine Limo haben? Ja, gerne. Dankeschön. Bitte, für dich doch immer, Anna. Oh Mann, Anna, der ist bestimmt verknallt in dich. Der Brief war bestimmt von ihm. Meinst du? Ich denke schon. Oh, wer nervt mich denn jetzt? Greta Jansen? Hallo, hier ist Gregor. Ist Anna da? Warum? Ja, weil ich sie gerne sprechen möchte. Warum? Gibst du sie mir jetzt, ja oder nein? Sag mir erst, warum. Ja,
Ich möchte sie fragen, ob sie mit mir ins Kino gehen möchte. Kino? Sie gehen doch nicht mal mit mir ins Kino. Wieso sollte sie dann mit dir ins Kino gehen? Ich weiß nicht. Eben, ich auch nicht. Bitte, Greta. Unter einer Bedingung. Welche denn? Ihr nehmt mich mit. Der Film ist aber erst ab 6. Ich bin schon fast 6. Okay, dann gibst du sie mir aber wirklich. Ja, aber du hältst, was du versprichst. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Okay, ich hole sie. Warte mal. Anna, Telefon. Wer ist das denn? Keine Ahnung, irgendein Junge. Den Namen konnte ich mir nicht merken. Ich glaube Gustas oder so. Kenn ich nicht. Hallo? Hallo, Anna. Gregor, bist du das? Ja, ich bin's. Ich wollte fragen, ob du mit mir Freitag ins Kino gehen möchtest. Echt? Wir beide? Naja, mit deiner Schwester. Ich habe ihr versprochen, dass wir sie mitnehmen. Was? Mit Greta? Ja. Ja, okay. Na gut, dann bis dann. Gregor? Ja? Danke für den Brief. Hä, welcher Brief? Na, der Brief. Ich habe keinen Brief geschrieben. Ach, dann vergiss einfach, was ich gesagt habe. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, war das gerade peinlich. Aber von wem war denn nur der Brief? Ein paar Tage später. Zum Glück haben wir Pause. Die Doppelstunde Mathe war echt anstrengend. Ja, fand ich auch. Guck mal, Mila, da hinten steht Gregor mit seinen Freunden. Hm? Du, Mila? Ja? Findest du einen Jungen so richtig, Was meinst du? Ich meine, magst du jemanden, Meinst du, ob ich auf einen Jungen stehe? Ja, das meine ich. Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Du? Also, ich finde ja Gregor richtig nett. Der macht nicht so blöde Witze wie die anderen. Und ist auch sonst anders als die anderen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, der mag dich auch. Ne, Gregor? Was? Hey, wo bist du mit deinen Gedanken? Nirgends. Der guckt nämlich die ganze Zeit zu dir rüber. Echt? Oh Gott, das ist mir jetzt aber peinlich. Warum denn? Wenn das hier in der Schule jemand mitbekommt, dann ziehen die mich alle damit voll auf. Da musst du drüber stehen. Du sagst das so leicht. Frag ihn doch, ob ihr nicht zusammen was machen könnt. Schließlich hat er das mit dem Kino ja nicht geklappt. Ich glaube nicht, dass er dazu Lust hat. Das wirst du erst wissen, wenn du ihn gefragt hast. Ruhe bitte. Ich bitte um eure Konzentration. Wer kann mir bitte sagen, was die Adverbien sind? Na los, das haben wir letzte Woche durchgenommen. Kann sich denn niemand erinnern? Psst, psst. Gib den mal zu Anna. Anna, kannst du mir die Frage beantworten? Ja, also Adverbien sind, Psst, hey. Gib den mal Anna. Was haben wir denn da? Steht hier auf dem Zettel etwa die Antwort auf meine Frage? Ich weiß nicht. Hi Anna, wollen wir ein Eis zusammen essen? Also wirklich, Kinder, das könnt ihr in der Pause machen. Jetzt machen wir Unterricht und ich möchte keine weitere Störung mehr. Ich gehe mal schnell auf die Toilette. Alles klar. Hi. Hi Gregor. Und, willst du mit mir ein Eis essen? Der Zettel vorhin, war der von dir an mich? Ja, und willst du? Ja, können wir machen. Heute Nachmittag um 4 an der Eisdiele? Ja, okay. Mama, ich bin heute Nachmittag verabredet. Okay, mit wem denn? Jemand aus meiner Klasse. In Ordnung. Komm nur nicht zu spät zum Abendessen. Mach ich nicht. Greta und ich sind heute Nachmittag auch nicht zu Hause. Wir müssen ein paar Besorgungen machen. Ich könnte Anna ja eine Blume mitbringen. Die nehme ich. Mama, sind wir gleich da? Ja, der Laden ist hier gleich. Oh Mama, guck mal, was für eine süße Katze. Stimmt, die ist echt süß. Darf ich sie streicheln? Nein, besser nicht. Wir sollten sie nicht stören. Sie schläft gerade. Hallo Anna, hier bin ich. Oh Mann, Greta. Was machst du da? Auf wen wartest du? Greta, bitte geh weg. Gregor kommt gleich. Bitte, du kriegst alles von mir, was du willst. Oh cool, wirklich alles? Ja doch, nun geh doch bitte. Okay. Hi Anna. Hi Gregor. Hier, die ist für dich. Oh danke. Ich hole uns Eis. Welche Sorte möchtest du? Ich nehme Erdbeere. Okay, bin gleich wieder da.
Mama, mir so langweilig. Darf ich kurz rausgehen? Na gut, aber du bleibst direkt vor dem Geschäft und läufst nicht weg, versprochen? Versprochen, Mama. Ich gucke mir nur die Schaufenster an. In Ordnung, ich brauche auch nicht mehr lange. Das Ei schmeckt aber lecker. Ja, meins auch. Hallo, Anna. Greta, ich hab dir doch gesagt, dass du weggehen sollst. Ach, das ist deine kleine Schwester? Ja, genau. Und sie muss jetzt dringend nach Hause gehen. Wenn du willst, dass ich euch in Ruhe lasse, musst du mir versprechen, nachher mit mir ganz lange zu spielen. Okay, Greta, versprochen. Und wenn ich Mama nichts von Gregor erzählen soll, dann musst du mir die ganze Woche vorlesen. Okay, Greta, aber geh jetzt. Versprich es. Versprochen. Oh Mann, kleine Schwestern können ganz schön nervig sein. Ei, 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 was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar, noch ein Kuss, dann ist Schluss, weil du dann nach Hause musst. Oh Mann, sind die kindisch. Ja, das kannst du laut sagen. Nun küss sie doch endlich, damit ich ein Foto davon machen kann. Und dann zeige ich's allen in der Schule. Verschwindet! Hey, ihr da! Was willst du, du Knirps? Ich bin kein Knirps. Und ein Foto darfst du gar nicht machen. Wenn meine Schwester das nicht will! Wer sagt das? Die Polizei. Da kommt sie schon. Die habe ich nämlich gerufen. Herr Polizist? Ja, kleine Dame? Die Jungs, der ärgern meine Schwester. Und wollen ein Foto von ihr machen. Ist das so, Jungs? Das ist verboten. Das wisst ihr, oder? Entschuldigung. Na, das will ich euch geraten haben. Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Danke für Ihre Hilfe, Herr Polizist. Gern geschehen. Also, kleine Schwestern können zwar ganz nervig sein, aber auch ganz schön hilfreich. Danke, Greta. Gern geschehen. Möchtest du ein Eis? Ja, gerne.